Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Und willkommen zu meinen Rewards von der letzten Weekend League. Wir haben das neue Team of the Week am Start mit Benzema, Gnabry, Ziyech und. Also ein paar gute Spieler sind schon dabei. Ich weiß, es ist nicht das beste Team of the Week der Welt, aber ich werde trotzdem meine Packs aufmachen. Ich könnte jetzt auch meine Rewards bis morgen aufheben und dann irgendwie ein Road to the Final ziehen. Aber ihr wollt ja ein Video sehen. Und wer das feiert, dass ich heute trotzdem mein 3-Inform-Set aufmache und, da kann man direkt ein Like droppen, Jungs. Pusht euch. Ich weiß, ihr seid faul. Pusht euch jetzt aber mal. Macht 5k Likes voll. Easy. Gerne noch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Um nichts mehr zu verpassen, Streams und Videos, die bei mir daily kommen, dann müsst ihr abonnieren und die Glocke aktivieren, ne? Miesig. Ich sehe euch, wenn ihr abonniert. So, aber bevor wir jetzt in die Rewards starten, habe ich noch ein gutes, leckeres Paket von meinem Partner Level Up bekommen. Und da ist was Nices drin, Leute. Ich bin schon gespoilert worden. Ich weiß schon, was hier drin ist. Und zwar eine neue Weihnachtsbox, kann man schon dazu sagen, ne? Ist das eine Weihnachtsbox? Ja, wir sagen einfach eine Weihnachtsbox dazu. Leute, das Krasse an dieser Box ist, wenn man hier hinten an dem Shaker rubbelt oder reißt, dann soll es danach riechen. Und ich bin mal gespannt, ob das ein Prank war. Oh mein Gott! Das geht wirklich! Ich dachte, die verarschen mich. Die meinten, rubbel mal hinten an der Dose und dann riecht das danach. Krank, Alter! Boah, geiler Geruch auf jeden Fall, wild. Ich mach den Hasen hier mal auf und wir haben da drinnen einen Geschmack, einen Shaker natürlich wieder. Schöner Weihnachtsshaker, mäßig. Und Blue Crush ist da noch mit drin, ne? Kann man sich aber aussuchen, man kann sich ins Paket legen, was man möchte. Und ab heute um 18 Uhr gibt es wieder 30% Rabatt mit meinem Code WAKES, nur für kurze Zeit, auf das gesamte Sortiment. Das heißt nicht nur auf Blue Crush, sondern auch auf die Galaxy Edition, mein Favorite, auch auf Mango Maracuja, auch auf Triple Red und alles, was ihr seht auf der Webseite, ne? 30% mit dem Code WAKES. Also falls ihr noch ein Geschenk braucht oder für euch selbst was braucht, ab heute 18 Uhr shoppen. Gönnt euch, jetzt geht's ins Video. So, ich würde sagen, wir gehen rein in meine Division Rival Rewards und ich müsste Rang 1 gekommen sein. Das heißt, ich müsste ein 35k-Pack und ein 125k-Pack bekommen. Nein! Nein! Ey, es war so knapp. Ich guck gleich, wie viele Punkte man braucht. Ich hatte 14.700 Punkte und scheinbar brauchte man mehr als 14.700 Punkte. Oh mein Gott, das war so knapp. Vertraut mir. Da muss ich diese Woche mehr holen. Letzte Woche brauchte man 100 Punkte weniger. Deswegen habe ich gedacht, das sollte reichen. Aber scheinbar hat das nicht gereicht. Scheinbar seid ihr alle süchtig und habt noch mehr Rivals gegrindet als die Wochen davor. Ich nehme trotzdem Tradable Packs, weil falls ich was ziehe, will ich das verkaufen können. Und zwei 55k Packs, die könnten auch noch was Leckeres abdrücken. Ich bin gespannt. Man brauchte 14.930 Punkte. Ich hatte 14.700. 200 Punkte zu wenig für ein 125k Pack. Ey, willst du mich eigentlich auseinandernehmen? Wie viel Pech kann man haben? Real Talk, ich bin schon krank. Dann gib mir doch wenigstens als Entschädigung ein ultimatives Pack und ein Megapack. Mein Gott. Vergesst euch nicht, für die Weekend League einzutragen, worauf wir alle so Bock haben. Yeah, es geht wieder los. Delay-Server, ey. Obwohl, bei mir lief eigentlich bis Sonntag alles gut. Ich hoffe, diese Woche ist wieder alles gefixt. So, wir haben auch noch ein paar andere Packs, die ich aufbewahrt habe. Damit fangen wir auch direkt an mit dem Jumbo-Gold-Pack. Müssten 15k-Pack sein, oder? Let's go. Gib mir was. Gib mir ein Walkout. Ein Walkie-Talkie. Shadow Wakes. 15k-Pack. Natürlich nichts. Aber die 55er gleich. Vielleicht so ein Joao Felix. Das wird schmecken. Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, wen ihr gezogen habt. Aber ohne Lügen. Lüg nicht. Joao Felix. Benzema. Och mein Gott, das ist ja nicht mal ein Rare. Wer in den Kommentaren lügt, dem hoffe ich, rutscht sein Ärmel beim Händewaschen runter. Also sagt die Wahrheit. So, Mega-Packs werden geöffnet. Walkie-Talkie. Let's go. Oh mein Gott! Walkie-Talkie sogar wirklich! Hey! Hey! Jan Sommer! Jan Sommer! Ey, wo ich gerade die Schweizer Flagge sehe, mein Kollege, also Real-Life-Kollege, Noah Okafor, hat eine Special-Karte bekommen, von denen ich euch im letzten Stream erzählt habe. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Ich gucke mir gleich mal an und zeig die euch mal, ja? Jan Sommer hier im Pack ist nicht schlecht. Vielleicht noch ein Sissoko hinter, ein Mondi hinter, vielleicht irgendwie sowas in der Art. Ja, hier vorne schon mal nicht, aber vielleicht hinten. Engine. Moin, Meister. Ich guck mal, ob ich die Karte von Noah finde, ja? Die müsste es irgendwo geben. Er hat 3 Tore geschossen und noch ein Tor geschossen irgendwie in einem anderen Spiel und hat dafür eine Special Card bekommen. Sehr, sehr nice. Hier ist er, Leute. Ihr könnt ihn euch erspielen. Er spielt durch alle, mein Bruder Noah.
Ihr wisst Bescheid, ihr braucht nur 3 Siege hier in Freundschaftsspielen, dann braucht ihr 8 Tore und 6 Vorlagen und kriegt die Special-Karte von Noah Okafor, Alter. Sehr, sehr wild. Ich freue mich echt, diese Karte in meinem Verein zu haben. Ich werde die auf jeden Fall machen, for free, und ein Bro von mir. Sehr, sehr nice, Alter. Bockt richtig. Ich schwör, bockt. Okay, Division Rivals Packs zu nehmen hat sich eigentlich schon ein bisschen gelohnt. Wir hatten schon einen Sommer drin. Und wenn jetzt noch was Gutes kommt, dann hat es sich auf jeden Fall derbe gelohnt. Ihr wisst Bescheid, ich könnte auch immer Coins nehmen. Aber ich mag dieses Kitzeln in meinen Fingern. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Kribbeln und so. Das ist immer nice. Auch wenn dieses Pack hier komplett Müll war. Dann hoffe ich gleich auf das 100k-Pack und das 3 Info-Pack aus meinen Elite Rewards. Und natürlich auf die Player-Picks. Die sind auch immer sehr, 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 sehr wild, Alter. Da kann immer was Gutes kommen. Muss aber nicht, ne? Weil wir kennen EA. EA kann auch sagen, nee, du hast Elite geschafft, wir gönnen dir mal gar nichts. Und jemand anderes hat Silber 3 geschafft. Dem gönnen wir mal Cristiano Ronaldo aus dem 3K-Pack. Moin, Meister. So, ich will den Titel schreiben können, meine Elite Rewards gönnen komplett. Das heißt, ich brauche jetzt was. EA, bitte gönn mir einen Titel. Food Champions Weekend League Rewards, Junge. Ey, guck dir das an. 70.000 Münzen, komm, pack ein, mach fertig, nimm mit. Und die Packs, pack ein, mach fertig, nimm mit. Super. Player Picks aber als erstes, ne? Player Picks. Da gucken wir mal rein in die Olga. Mal gucken, was der rauskommt. Ich habe gehört, Stiftpacks sind OP, Leute. Wenn ihr einen Stift habt, holt eure Federtasche. Ah, ihr habt gerade alle gar keine Federtasche, weil ihr mal Stifte von euren Kollegen oder von irgendwelchen Mädchen aus eurer Klasse schnurrt. Ich kenne euch doch. Boom! Player Peak Numero Uno OP! What? Prozzi, Kempe, Pachejo. Mhm. Ja gut, was soll ich sagen? Elite Rewards werden wieder Mülleimer schmeißen. Na 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 na. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay, let's. Lan Melu, so wird er bestimmt ausgesprochen. Ich spreche die einfach mal Deutsch aus, diese Franzosen. Les Melu, einfach Les Melu zu ihm sagen, ist egal. Einfach so. Wilson, auch gut eigentlich, ne? Wen würdet ihr nehmen? Ich weiß gar nicht. Stream könnte ich euch fragen. So habe ich keine Ahnung, wen ich nehmen würde. Komm, ich nehme einfach Wilson mit. Sieht irgendwie ein bisschen geiler aus. Kann ich vielleicht sogar mal in einem SBB probieren oder so. Ach, im Endeffekt schmeiße ich den in den SBC rein. War eigentlich egal, wen wir hier nehmen. Komm schon, gib mir Joao Felix. Gib mir wenigstens Benzema. Sogar über den bin ich happy. Gib mir Hummels, Alter. Was weiß ich. High-rated einfach. Für SBCs oder halt zum Spielen Joao Felix. 3, 2, 1, 0. Mit dem Afro. Afro, bist du back in diesem Jahr? Oh, Gervinho. Oh, 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 oh. Kann man den als Super-Sub zocken mit 94 Tempo und Co.? Oh, was für Player-Picks! Jawoll! EA Sports! Canada Vancouver gönnt komplett in meine Rewards! Ich finde das nicht witzig. Also, nein. Ich finde das Real Talk nicht witzig. Wenn jetzt mein 3er Inform-Pack nicht gönnt, ich mach's auf. Dann ist hier Kacke am Dampf. So, wenn hier aus diesem 100k-Pack kein Walkout kommt, dann versuche ich durch diese Level-Up-Box durchzuschlagen mit dem Ding da bumm da, ne? Dann lasse ich hier meine Wut raus. Tut mir leid, Level Up, ich liebe euch. Ihr schmeckt lecker und alles drum und dran. Aber wenn jetzt kein Walkout kommt, muss ich die Wut an euch auslassen. Go. Es muss diese Woche aus dem 100k-Pack. Letzte Woche hatten wir aus dem 100k-Pack kein Walkout. Ach du meine Güte! Was ist hier los, Mann? Ey, schon wieder Ajax Dauerstram. Ich glaube, ungelogen. Ungelogen, ich hatte letzte Woche aus dem 100k-Pack Tadic. Ich glaube ehrlich, das gibt's, ey. Könnt ihr mein letztes Video abchecken, mein 100k-Pack euch angucken von letzter Woche, die Elite Rewards. Ich mein's ernst, ich glaube, da kommt Tadic raus. Ey, mein Gott, wenn jetzt aus dem 3 Info-Pack nicht Joao Felix kommt, dann... Oder wenigstens Benzema, oder wenigstens Gnabry, zieh ich. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock zu gucken, wer was wert ist oder so. Ich stoße das ganze Pack für 12.000 Münzen ab, Mann. Und was soll dieses Dreckspaket jetzt hier? Komm, ich mach gar nicht lange rum, ich öffne direkt das 3 Info-Pack. Ja, komm, komm, gib mir Scheiße, komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich kann das Pack schon wieder abstoßen. Nice. Ey, Elite Rewards waren wieder komplett unnötig. Wozu habe ich die Woche geschwitzt? Wozu habe ich Nerven verloren? Wozu? Junge, ey, tut doch in diesen Drecks Elite Rewards wenigstens nur 81 Plus Spieler rein oder so. Mann, Alter. Ey, das ist unfassbar. Ich schwöre, das ist unfassbar.
Ein Like bedeutet ein Mitleid. Ich weiß nicht, ob das Video monetarisiert wird, weil ich hier nicht auf 10 Minuten komme oder so. Jungs, ich hoffe, ihr habt bessere Rewards gezogen. Schreibt mir rein, was ihr gezogen habt. Ich bin raus. Ein Like bedeutet ein Mitleid. Ein Abo bedeutet ein Mitleid. Ciao.